Wer seinen Wald kennt, kennt seine Pilze. In diesem Falle handelt es sich um einen Tannenbestand. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu findenden Pilze sind Maronen. Angrenzend finden sich mehrere Fichtenwälder. Neben Maronen wuchs dort auch eine Stinkmorchel. Diese war allerdings schon zu ausgereift und bereits zerfallen. Neben einem guten Pilz konnte ich vorher schon einige Pilze entdecken, die von einem Reh angefressen wurden. Im Weiteren wird der Pilz als erstes von Laubnadeln und aufgrund der Feuchtigkeit von Schleim befreit. Der Pilz wird sauber unten abgeschnitten, nachdem der Hut fixiert wurde. Im Anschluss wurde noch eine Begutachtung durchgeführt. Der Pilz war wunderbar. Es fanden sich keine Spuren von Wurmfraß. Hier noch einmal das Mal des Rehs. Da die Pilzsaison gerade erst begonnen hatte, fanden sich in dem Waldabschnitt keine weiteren Pilze. So entschloss ich mich, den Weg an den angrenzenden Wäldern entlang zu gehen. Dort finden sich mehrere Birken, an denen ich in den letzten Jahren gute Birkenpilze entdecken konnte. Außerdem ist der Boden gut genug, um auch Steinpilze zu finden. Auf dem Weg hatte ich bereits einen Fliegenpilz gesehen. Dies ist in der Regel ein guter Indikator für Steinpilze. Auch habe ich auf dem Weg mehrere Täublinge gesehen. Auf eine genaue Bestimmung und Prüfung der Essbarkeit habe ich jedoch an dieser Stelle verzichtet.